Ja, hallo. Herzlich willkommen zu God's Wonderful Creation. Frei unter dem Slogan mit Bibel, Kamera und Drohne unterwegs. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, wir zwei, du und ich, gehen wieder wandern. Stelle das vor. Ich gehe heute mit dir auf die Herrgottschnitzerhütte. Diese Herrgottschnitzerhütte ist auf 1365 Meter, ist am Kammstein, so heißt dieser Berg. Und das ganze Gebiet ist das Wechselgebiet. Wenn du dich vielleicht daran erinnerst, wir zwei waren schon einmal in dieser Gegend, Wechselgebiet. Dazu zeige ich dir jetzt Ausschnitte aus diesem Video von damals und auch verlinke ich es dir dazu. Ja, die Talorte, auch von wo wir weggegangen sind, das ist St. Corona. Ja, der Name des Ortes hat schon etwas in dieser heutigen Zeit. Diese Hütte ist eine äußerst gemütliche Hütte und die lädt wirklich zur Pause ein. Es ist wirklich ein schöner Punkt, einmal als Endpunkt für eine Wanderung zu nehmen. Der Name der Hütte, Herrgottschnitzer Hütte, hat mich zum heutigen Thema angeleitet. Und zwar Schnitzen geformt von Gott werden. Wenn man so ein Werkstück sich hernimmt, und dazu habe ich auch ein Foto aufgenommen vor ein paar Tagen, dann ist die Bearbeitung am Anfang ziemlich, würde ich einmal sagen, grob, ja, bis sie am Schluss immer feiner und feiner wird und am Schluss ein tolles Kunstwerk herauskommt. Als meine Frau und ich jung verheiratet waren, wollten wir unbedingt eine große Familie werden mit vielen Kindern. Nach einiger Zeit hat sich dann auch unser Wunsch erfüllt und wir bekamen unser erstes vollgeliebtes Kind. Nach längerer Zeit, endlich, hat sich ein zweites Kind angekündigt, auf das wir schon ja so lange gewartet hatten. Aber dann ist es anders gekommen. Unser zweites Baby wurde tot geboren. Das Ganze war ein echter Schlag für meine Frau und für mich. Und so haben wir Gott wirklich bestürmt mit der Frage, warum? Warum ist das passiert? Unsere heutige Bibelstelle steht im Hiob. Das ist im Alten Testament. Und dazu muss man sagen, dass der Hiob sehr viel erlebt hatte. Das Spektrum ist sehr weit. Von der Situation, wo er sehr reich war und eine große Familie hatte, bis zu der anderen Seite, wo er bettelarm war, keinen Menschen mehr hatte, bis zu Gott hin. Zu Gott hatte er immer eine Beziehung. Und in dieser Situation, wo er nichts mehr hatte, wo er nur mehr bettelarm am Boden gesessen ist, da hat er diese Worte geschrieben. In Hiob 42, Vers 5. Ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen oder geschaut. Jetzt in dieser Situation hat mein Auge dich gesehen. Was heißt das jetzt nun? Auch in Leid Gott erkennen? Auch in solchen Situationen? Ist das ein Widerspruch? Was denkt ihr? Wie denkt ihr drüber? Ihr könnt es mir gern auch das unter dem Video hinschreiben. Ich denke, es ist kein Widerspruch.
Wir verstecken uns oft hinter dieser wunderschönen Welt, in der wir immer immuner werden gegenüber der Existenz Gottes. Und genau an diesem Punkt werden wir auch manchmal aus unserem gemütlichen Sofa herausgeholt von Gott. Gott will nichts sehnlicher, als genau mit dir in einen Dialog zu kommen. Und das drückt Hiob dabei aus, indem er genau jetzt sagt: In diesem Leid habe ich dich erkannt. Zu meiner einleitenden Story. Einige Zeit später haben wir dann ein Baby zu uns als unser eigenes Kind in Pflege aufgenommen. Und dieses Kind ist mittlerweile erwachsen und ist heute noch bei uns. Und genau jetzt hatten wir die Antwort bekommen. Wir sind beschnitzt, wir sind bearbeitet worden, um bereit zu sein, genau für dieses Kind. Guten Morgen. Freut mich voll, dass ihr da wieder mit dabei seid und dann sozusagen diesen Sprung vom Studio zu Hause am dannen Tatort geschafft habt. Ja, wir sind jetzt in St. Corona. Kurzer Einblick. Und gehen's an, die Wanderung. Du mit mir, ich mit dir. Schön, bis gleich. Wir sind jetzt auf der Bergstation der Sommerrodelbahn bei St. Corona. Und dazu muss ich noch sagen, es ist heute wirklich ein total schönes Wetter. Wir haben schon einen Ausblick auf den goldenen Herbst sozusagen. Total angenehme Temperatur. Ja, du bist mit dabei. Klasse. Bis dann. Ja, wir sind jetzt ungefähr auf dem halben Weg zur Herrgottschnitzerhütte. Hinter mir seht ihr das vielleicht, ein alter Speicherteich. Ich versuche mit der Drohne ein paar Eindrücke für euch zu fangen. Die Temperatur ist wirklich angenehm und es ist wunderschön, sozusagen den ersten Aspekt des Herbstes einfach mit dir zu erleben. Gut, bis gleich. Thank you.
So, ich zeige euch jetzt die Almrauthütte von oben. Schöner Eindruck. Wir gehen jetzt aber, wir zwei, gehen jetzt an dieser Hütte vorbei, um eben unser Ziel anzusteuern, die Herrgottschnitzerhütte. Die ist nicht mehr weit weg. Bis dann! So, unten am Wegweiser, 20 Minuten noch. Dann kehren wir ein in die Herrgottschnitzerhütte für heute. So, du und ich, wir haben es geschafft. Die Hütte kommt dann schon ums Eck. Man sieht schon die Tische aufgestellt. Der Schweinsbraten duftet schon. Okay, dann zeige ich dir noch kurz die Hütte von der Ferne und wünsche uns einen guten Appetit. So, war es für dich auch so gemütlich auf der Herrgottschnitzerhütte? Ich hoffe es. Wir gehen jetzt hinunter zum Auto. Es ist nicht mehr lang, bis wir beim Auto sind. Ist voll klasse, dass du wieder dabei warst bei unserer heutigen Wanderung. Ist gleich Thema. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Themen gibt, die du gern mit mir besprechen willst, dann schreiben wir es unten hin. Wäre schön. Ansonsten, Daumen hoch, war klasse. Oder den Kanal abonnieren, wenn du den noch nicht hast, wäre auch schön. Ansonsten, darf es mich freuen, wenn du auch den Kanal teilen würdest, dass ich ein größeres Spektrum habe von Leuten, die mir zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn genau du wieder dabei bist bei unserem nächsten Thema. Vierte.